Hallo MOBA-Freunde und damit recht herzlich willkommen zurück zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wie immer der Steve. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute, ihr seht es schon, ich habe hier mal die Verpackung noch dazu geholt. Es geht um den VT 137, in diesem Fall jetzt von der Dillnitzbahn, von der Firma Harding, H90DGB ist die genaue Bezeichnung. Wenn jetzt noch jemand die Artikelnummer wissen will, ist die 64720486. Ja, wie gerade schon erwähnt, Dieseltriebwagen VT 137. Wie gesagt, in Ausführung von der Dillnitzbahn. Gibt es ja auch in Österreich noch in ganz vielen anderen Varianten, Farbvarianten, wie immer man dazu sagen möchte. Genau. Was kann ich euch zum Modell an sich erstmal sagen? Die Triebwagen sind alle so von 95, ja, genau. Und seit 2018 ist der Triebwagen bei der Dillnitzbahn unterwegs. Im hauptsächlich Schülerverkehr und Personenbeförderungsverkehr, ÖPNV auf gut Deutsch. Ist ja bei uns auch so in Zittau. Zittau, die Stadt an sich und die Betriebe, die da noch so angeschlossen sind, die haben auch einen Triebwagen oder den Triebwagen, allerdings älteren Triebwagen in Zittau. Und damit werden dann die Pendler befördert. Das ist jetzt hier bei der Dillnitzbahn ebenfalls der Fall. Des Weiteren gibt es ja auf der Dillnitztalbahn auch noch sehr viele lustig lackierte Diesellokomotiven. Das ist ein anderes Thema. Wenn ich da mal irgendwann eine bekomme, bringe ich die natürlich auch, aber habe ich jetzt so noch nichts gefunden. Ich meine, es gibt von der Firma Halling eine, auch bilde ich mir ein, beziehungsweise von Ferrotrain dann demzufolge. Und da, ja, mal gucken, wenn sie es anbietet, wenn ich die mal in die Hände kriege, vielleicht werde ich sie auch mal zulegen. Mal gucken, aber zurzeit ist mein Fuhrpark schon sehr, sehr gut aufgestellt. Da sehen wir da auf jeden Fall weiter, wenn es dann soweit ist. Ansonsten jetzt zum Modell an sich. Bei der Firma Halling kostet das Modell 249,99 €. Genau, 249 Euro, NEM 652. Das heißt, 6-poliger Decoder mit Stecker. Spur N-Decoder müssen dort rein, wegen der Größe. Weil hier ist ja alles offen, wie man sieht. Also Hanolet hat ja generell sehr viel Bauteile von Spur N. Den würde ich euch auch empfehlen, den richtigen zu kaufen, der gerade nach oben geht. Ne? Ich suche gerade, wo er ist. Ja, genau, gerade nach oben stecken. Richtig. Schräg geht nie. Das war ja immer wieder das Problem bei den Dampfloks, die ich habe. Oder bei der eben von Rocco. Da brauchst du einen, der schräg ist. Hier geht das wieder nie, habe ich schon eben kaputt gekriegt. Lange Geschichte, fällt mal lieber nicht drüber. Genau. Ansonsten viele Anbauteile, Zugrüstteile sind dabei. Die kann ich euch mal hier kurz noch in der Verpackung zeigen. Da ist mir aufgefallen, dass ich es sehr schade fand, dass die, sieht man glaube ich so, ne, klebt das mal hier oben drauf, dass die Zugrüstteile sehr schief sind. Und deswegen habe ich die auch nicht hier unten, also eigentlich kommen die hier unten dran. Als Betriebskastenabdeckung habe ich, musste ich wieder abmachen, hat nie gehalten. Muss ich nochmal mit Sekundenkleber probieren, das Problem ist dann nur, dass man das Gehäuse nicht mehr abkriegt, wenn man es zu fest festklebt.
Da habe ich noch nie den richtigen Mittelweg gefunden. Da schauen wir nochmal. Ansonsten gibt es hier auch noch ein paar Schilder. Die kommen hier vorne noch dran. Das mache ich alles dann, wenn das fertig verbaut ist. Decoder etc. pp. Hier sitzt so ein einfacher Decoder drin. Ziel ist es, Sound einzubauen. Habe ich auch schon an Schilden gefunden. Allerdings, das, was mich die Zeit lang daran hemmt, das zu machen, ist das Problem, dass diese Lokomotive, dadurch, dass sie zwei Motoren hat, in den Weichen immer wieder in Bredouillen kommt und es dann Kurzschlüsse gibt. Auch wenn man die Lok draufstellt, gibt es einen Kurzschluss. Passiert bei anderen Loks nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ich denke mal, für den Preis ist das eigentlich schon fast traurig. Ne? Wie man da irgendwas ändern kann, weiß ich nie. Ob es vielleicht am Decoder liegt, das ist einer von Döhler und Haas von Modellbahn Union. Den hatte ich da, wo ich die Schotterhilfen bestellt habe, habe ich den gleich mitbestellt. Übrigens gut 20 Euro oder so, 25 Euro. Reicht ja erstmal. Aber irgendwie weiß ich nicht. Mal probieren, ob es mit einem anderen Decoder besser funktioniert. Wenn ihr da Erfahrungswerte habt, bitte gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich brennend interessieren. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen näher ran und schauen uns das ganze Ding nochmal vernünftig an. Aber zuerst wäre es vielleicht ganz sinnvoll, weißes Licht seht ihr schon, lässt sich jetzt zuschalten. Innenbeleuchtung hat er nicht und ansonsten kann man hier auch nochmal Fahrtrichtung ändern. Dann gibt es drei rote Lampen, weil es eine Platine mit drei Sockeln und da sieht es zwar gut aus, aber oben schimmert es halt noch so ein bisschen durch. Das ist das, was ein bisschen stört, aber ich sag's nochmal so, man kann es verkraften. Schade ist, dass man das nicht separat abschalten kann. Das kann man sicherlich einprogrammieren mit einem guten Decoder, aber nicht mit dem. Wäre dann ja erst ein Thema, wenn wirklich Sound reinkommt. Aber da ist die L45H erstmal an erster Stelle. Muss ich auch ganz klar sagen. Weil muss ja alles auch irgendwie bezahlt werden. So. Genau, dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Viel ja, kann man nicht darüber sagen. Wie gesagt, unten die Anbauteile habe ich schon erwähnt. Naja, als Mist muss ich mal gucken, beim Hersteller mal mich kontaktieren. Der Hersteller geht ja per E-Mail im Support mittlerweile überall. Ob die dann auch mal entweder mir was zuschicken können oder ob ich irgendwo da eine andere Abdeckung kaufen kann. Ansonsten bedruckungstechnisch muss ich sagen, sieht es wirklich sehr gut aus. Das, was mir aufgefallen ist, ist einmal hier oben. Da sind der Übergang zum Dach, der ist nicht ganz so gut. Und hier, wo diese Riffel sind, das ist ja immer ein großes Problem. Da überall da, wo frei ist, da ist die Farbe so nach oben. Ein bisschen fällt jetzt nie auf. Ansonsten muss ich sagen, sieht es wirklich gut aus. Die Schriften sind auch hier unten am Radkasten alle sehr, sehr gut lesbar. Hier draußen die Schrift ja sowieso, das erkennt man ja sogar an der Kamera hier, also echt top, kann man nie meckern. Ja, das war's dann jetzt eigentlich schon, ne, zu dem Video. Ich bleibe nicht alles übrig, mich zu bedanken fürs Zuschauen. Kurze Informationen noch, wir sind in Mannheim zur Faszination Modellbau in 2 Wochen, wenn das jetzt rauskommt, in einer Woche. 2 Wochen irgendwie so in der Drehe. Ne, 3 Wochen sind sogar. Vom bis zum 16., 17., 12., ach wie auch immer. In Mannheim mit Faszination Modellbau sind wir dabei mit unserer Kirmesanlage, Straßenbahn-Kirmesanlage. Das Riesenrad leider nicht, das hat ein paar Transportschäden an der Elektronik. Das muss ich erst wieder richten, aber dann wird es natürlich wieder dabei sein. Ne? Klares Ding. Ich bin leider nicht in Mannheim, es geht nie, weil da mein Sohn Geburtstag hat. Und da ja, sollte ich vielleicht bei meiner Familie sein. Ne? Ja, ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut, euer Steven und tschüss.
Das ist genau das, was ich meinte. Irgendwas haut da nie hin.